Was mit Bo? Ah, es war klar, dass das nicht geht. Wow, eins. Na gut, ich versuch's jetzt einfach mal zu fangen. Da. Komm schon. Yes! Wir haben ein Mirapla gefangen. So. Unkraut. Okay. 50 cm und 5,4 Kilogramm. Wenn man versucht, dieses Unkraut-Pokémon aus der Erde zu ziehen, dann schreit es fürchterlich laut. Erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, genau. Ich glaube, das war der erste Teil, wo die auch so unkrautmäßig irgendwie, da haben die so eine komische Wurzel aus dem, aus so einem Blumentopf rausgezogen oder so. Nein. Sehr schön. Toll, wir brauchen Surfer. Oh, ich komme gar nicht mehr zurück. Ein Taubsi. Du wirst sterben. Naja, fast. Ich freue mich schon so auf kommenden Freitag. Weil da gehe ich Skateboard fahren. Ich habe nämlich ein Skateboard gekauft. Was ich schon mal, auch schon mal vor, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren, mit 15, 14, 15 bin ich ganz gerne Skateboard gefahren. Und dann nicht mehr. Und jetzt wollte ich ganz gerne wieder fahren. Ich fahre dann am Freitag direkt nach der Schule, weil ich habe nämlich um 2 Uhr Schulschluss. Fahre ich direkt nach Duisburg, weil die haben da so einen schönen Betonpark. Das, ihr habt euch jetzt wahrscheinlich erschrocken. Mir ist nämlich mein Controller runtergefallen. So. Aber zum Glück sind die Dinger ja sehr stabil. So. Ist es kaputt? Ja. Ja, die haben da einen schönen Betonpark im Rheinpark, so heißt das. Die haben da auch irgendwie legale Graffiti-Wände. Finde ich ganz cool. Aber ich wollte halt nur ein bisschen Skateboard fahren. Weil die Parks, die wir hier haben, sind kacke. Falls man das überhaupt Park nennen kann. Also bei dem einen Park, da haben die keinen vernünftigen Boden. Das ist noch irgendwie von der alten Straße, die da eigentlich mal lang geführt hat. Der Belag. Und da sind halt Schlaglöcher drin und sowas. Da kann man einfach überhaupt nicht mal gar nicht drauf fahren. Und ich mag auch diese Metall-Quarterpipes nicht. Also die aus so Blech sind. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die nicht. Beton gefällt mir viel besser. So, wir gehen nochmal nach unten und wechseln das Pokémon aus. Ich hoffe mal, dass es kein Level 7 Glumanda ist oder so. Ach ja. Aber erstmal wiederbeleben. Boah, wenn ich dafür bezahlen müsste, ne? Wäre pleite. Aber sowas von. Okay. Nein! Nein, 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 nein. Nein. So. Dann gehen wir mal hier an den Ultra High-End PC. Von jemandes. Ja. Ablegen. Und zwar das Paras. Mitnehmen.
Das ist... Oh, Level 10. Na gut, besser als Level 7. Okay. Ich glaube, da passen noch ein paar Pokémon drauf. Ich meine so, weiß ich nicht, 15 oder so. So. Nun. Also hier können wir mal sagen, ob dieses Nugget, ob wir das noch irgendwie später brauchen oder ob wir das einfach verticken können. Ich glaube, was ist eigentlich mit... Achso, das war mit dem Überfall. Das Fahrrad, schätze ich mal, bekommen wir, wenn wir Missy besiegt haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erst noch mal oben lang. Gucken mal, was da noch so alles auf uns lauert. Und dann tun wir halt währenddessen ein bisschen leveln und so. Und dann können wir nochmal zu Misty. Dann können wir jetzt direkt hier runter. Mal gucken, was hier für Pokémon gibt in dem Gras. Bestimmt irgendein Habitat wieder. Nee, noch ein Mirapla. Was ist eigentlich Mirapla oder Mirapla? Okay, Dave, dann zeig mal, was du kannst. Ah! Ich kann das nur Absorber. Kommt mir irgendwie so vor. Man kann dann ewig gehen. Wo ist Dennis? Du machst das. War das gut? Gegen, Pflanzen-Pokémon müsste eigentlich Feuer ganz gut sein. Och man ey. Das geht mir echt auf den Sack. Hier, komm, Alex. Du machst das. Hör mir auf mit deinem Absorber. War nicht so geil. Dann machen wir es so. Das müsste eigentlich besser sein, ne? Alle halten 52. Okay, das... Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen leveln, so wie es aussieht. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Ja. Natürlich. Oh, Wanderer, ne? Mal Wanderer möchte kämpfen. Ein Macholo. Heißt das Macholo oder Macholo? Weil Etienne von Rocket Beans hat immer Macholo ausgesprochen, aber ich... Aber ich finde irgendwie, dass das Macholo ausgesprochen wird. Macholo wird, glaube ich, zu... Wichser. Machomai oder so? Stimmt das? Kann auch sein, dass ich wieder die Pokémon falsch ausspreche. Karateschlag. Oh. Ist gut?
Bitte. Töte es. Töte es. Töte es. Nein! Oh. Lass es tot. Reicht das? Ja. Yay! Dave erreicht Level 15. Dave erlernt Karate-Schlag. Sehr gut. Karate-Schlag ist, glaube ich, sehr gut. Wanderer wird Kleinstädten in den Kampf schicken. Nein. Ich entschuldige mich für meinen Rumhusten hier. Ich könnte mir gleich mal so ein Hustenzeugs nehmen. Aber ich weiß nicht, wie das mit der Fanta schmeckt. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Teenager möchte kämpfen, hat zwei. Ein Radfratz. Ah, Dave kann mal jetzt direkt seinen Karate-Schlag ausprobieren. Nice. Richtig nice. Fällt mir richtig gut. Nein! Mann, warum durfte der denn jetzt nochmal? Ach ja. Mann, das ist so unfair. So unfair. Denn es erreicht Level 17. Sehr schön. Habitag. Nö. Ja, komm, machen wir nochmal Donnershot. Sehr gut. Du bist richtig gut. Ich weiß. Hallo? Du möchtest zu Bill? Aber erst wird gekämpft. Na gut. Wer bist du? Noch ein Wanderer. Eins hat er. Ein Onyx. Ah. ja, da sind wir hier mit Pikachu falsch. Dann nehmen wir nochmal Smetbo. Was hattest du denn jetzt so lange gebraucht, um das zurückzurufen? Konfusion. Also wenn die so starke Pokémon haben, jetzt hier zum Beispiel so ein Onix, Level 17. Das Gute ist aber, dass sie dann nur ein starkes Pokémon haben. Finde ich sehr sozial. Okay. Haben wir die beiden jetzt nur noch? Was sagt eigentlich unser Pikachu? Oh! Es freut sich sehr. Sogar hochgesprungen. Ich habe in Orania City mit meinem Vater auf der MS Anne eine Party besucht. Das ist schön für dich. Das heißt, eine MS Anne hört sich nach einem Schiff an. Das heißt, wir können vielleicht bald mit dem Schiff rumdüsen. Ein Fleckmon! Oh. Wie heißt das denn, wenn es dieses komische Muschelding am Schwanz hat? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Konfusion kann das auch. Man zieht nicht so viel ab. Das ist meine Konfusion besser. Auch nur eins, ne? Yes, denn ist er recht Level 18. Ja, war nur eins. Ich bin ja nicht böse. Warum auch? Okay. Ach, da sind ja noch ein paar. Machen wir erstmal hier Madame. Hallo, mein Freund ist cool. Ja.
Schön für dich. Das gehöre. Ach.